Der Hype um die dritte Staffel von The Boys wird immer größer, doch darum soll es heute nicht gehen. Denn Amazon Prime hat eine Animationsserie mit insgesamt 8 Folgen rausgehauen. The Boys, Diabolical und ja, darüber werde ich heute reden. Ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht, was ich mir da genau angeschaut habe. Deshalb habe ich heute meine Freundin zur Unterstützung und ja, sie guckt so einen Schwachsinn mit mir. Ja, ich wäre auch eifersüchtig. Also, ja, was soll ich dazu sagen? Die Folgen haben per se nichts mit The Boys im Direkten zu tun. Es sind halt diese Boys-Charaktere, aber ja, man merkt höchstens am Humor, okay, es ist The Boys. Wir haben einige Cameos und es ist eine Mischung aus Comic-Designs und Seriendesigns. Jetzt zum Beispiel den Edgar. Sieht halt aus wie Giancarlo Esposito, also Gus Fring. Moff Gideon, ihr wisst halt, der Schauspieler eben. Oder Ashley. Homelander haben wir sowohl mit seinem Seriendesign als auch mit seinem Comic-Design gesehen. Chewie hier sieht komplett wie in den Comics aus. Butcher auch. Terror, sein Hund, natürlich auch mit am Start. Und ja, wir hatten Folgen, die literally beschissen waren, wo wirklich Soup-Scheiße zu sehen war. Ja, das Laserauge-Baby ist zurückgekehrt. Nubian Prince, ihr wisst schon, der legendäre Charakter. Und ja, wir haben sogar eine kleine Flashback-Folge von Homelander, quasi seinem ersten Tag, seiner Einführung mit Black Noir. Und hier haben auch eine Verbindung in den Comics, weshalb das auch hier an der Stelle doch sehr interessant ist. Aber ich frag mal erstmal dich, ich meine, du saßt neben mir so. Ich will mir gar nicht ausmalen, was deine Reaktion war, aber versuch, diese Serie in Worte zu fassen. Es ist verstörend, trashig, aber irgendwie auch entertaining. Ich finde, das fasst es gut zusammen. Ich würde sagen, dass die Länge der Folgen das schon ein bisschen unterstützt hat. Also, wenn die Folgen länger gewesen wären, wäre es ein bisschen too much. Die Aufmerksamkeitsspanne ist an sich hier auf jeden Fall noch im Rahmen, dass man sagt, ey, ungefähr 10 bis 15 Minuten, da kann man sich konzentrieren pro Folge. Gibt es irgendeine Information in der Serie, die du irgendwie interessant findest, vielleicht zu Homelander, wo du sagst, ey, die Serie hat einen Mehrwert geboten, oder würdest du sagen, die Serie hätte jetzt nicht gemüsst und könntest du die Serie löschen, würdest du sie aus deinem Kopf löschen? Also die einzige Folge, wo man sagen kann, die hatte irgendwie inhaltlich was Interessantes, ist die letzte Folge, weil es da um Homelander ging und seine Vergangenheit und so, aber ansonsten hatte die Serie nicht wirklich was Tieferes zu bieten. Also es ist halt komplett auf flachen und schwarzen Humor ausgelegt und hat keine Art von Tiefgang in irgendeiner Weise. Wo hast du aufgehört zu zählen bei den Toten? Ich glaube, bei mir waren es irgendwie 1000. Ne, also wirklich, in der ersten Folge allein, es sind so viele gestorben. Und das von dem Soup-Baby. Butcher meinte doch zu dem, wenn du so weitermachst, ich komme für dich zurück, also benimm dich. Und ja, wird Butcher zurückkehren, man munkelt. Ansonsten, ja, wie fandst du die Scheiße-Folge? Jetzt mal ehrlich, literally Scheiße. Das war eigentlich sogar die beste Folge vom Humor-Level her, also ich fand's lustig. Ich meine, The Deep kommt wieder, eigentlich so als absoluter Boss. Übrigens, die Synchro haben sich ja auch übernommen, im Deutschen, finde ich gut. Also allgemein, The Deep hier mal wieder ein todestes Meme, ich meine, er kommt wieder. Eigentlich sogar ein bisschen bosshaft auf einem Hai und dann wird er von jemandem besiegt, der Scheiße kontrollieren kann. Scheiße ist also mächtiger als ein Ozean, also ja. Na gut, okay, er hat jetzt nicht irgendwie Fische mitgenommen. Und das war ja auch in der Kanalisation. Und der ist ja ein Umweltaktivist und alles. Wie findest du eigentlich der Deep als Charakter? Der ist ja so ein Öko-Typ eigentlich. Also er ist ja auch irgendwie auch ein Vergewaltiger und heißt der Deep. Aber irgendwie ist das auch so ein Weltenverbesserer. Also wie würdest du der Deep als Charakter überhaupt beschreiben? Findest du ihn auch meme-würdig? Er ist ja so ein bisschen Aquaman-mäßig. Oder magst du ihn sogar im Nachhinein jetzt als Charakter? Ich habe ihn von Anfang an nicht gemocht und es wurde auch nicht besser über die Serie. Also er hat sich zwar verändert, aber in so eine weirde Religionsschiene in der richtigen Serie, also in der normalen Serie. Und ja, hier hat er halt so einen kurzen Auftritt, da war sein Auftritt war halt lustig, aber es hat seinen Charakter nicht besser erscheinen lassen. Das ist wohl wahr, das ist wohl wahr. Also The Deep ist halt, ja, ich hätte vielleicht sogar lieber A-Train gesehen. Ich meine, A-Train als Rapper. Oder wen hättest du noch lieber gesehen? Gibt es irgendeinen Charakter, wo du sagst, ey, von dem hätte ich lieber was gesehen als das von zum Beispiel, ja, Butcher?
Gibt's da jemanden? Hä, hey, Butcher ist doch einer der besten Charaktere. Wer will nicht Butcher sehen? Das ist aber ein Fakt, A-Train. Ja. Aber, also ja, A-Train hätte ich auch cool gefunden, denke ich. Also A-Train? Mehr als The Deep. A-Train oder Flash, sei ehrlich. Charakter, also vom Sympathielevel her natürlich Flash. Aber, also, keine Ahnung. Vielleicht auch sonst Flash, aber da bin ich mir nicht 100% sicher. Kann Barry rappen? Ich glaube nicht, dass er rappen kann. Faster than Light, also. Ja, Starlight hätte man auch zeigen können, also, ja, bei der einer Stelle, wie findest du Chewie in den Comics Design? Du hast ja das Design gesehen mit diesem Bart und. Sieht so anders aus. Chewie, ich finde Chewie in der Serie irgendwie süß. Der sieht so einfach unschuldig aus. Ist ja also nicht aus wie Chewie an der Stelle, ne? Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, da bist du auch die Einzige, die das sagt. Also, ich finde ihn auch nicht schlecht. Der ist natürlich so, keine Ahnung, so ein Peter Parker ohne Kräfte. Jerome und Dennis von der Frage von uns, die ihr bestimmt auch noch kennt. Wir haben auch andere Videos zu The Boys gemacht. Die zum Beispiel mögen ihn nicht. Wie stehst du zu Starlight? Hättest du die in der Serie gesehen? Also, magst Starlight du sie? War einer meiner Lieblingscharaktere tatsächlich. Also, tatsächlich war Butcher nicht mein Lieblingscharakter. Also, die meisten haben ja Butcher wahrscheinlich irgendwie. Sondern eher tatsächlich sogar Starlight und auch ein bisschen Chewie. Würdest du eigentlich sagen, dass du Homelander verstehen kannst? Man hat ja auch so ein bisschen was von Homelander gesehen, dass er wahrscheinlich eine posttraumatische Belastungsstörung hat, wie er aufgewachsen ist. Und allgemein, also ich glaube, die ganzen Leute da, die eher gefallene Supes sind, die schlechte Fähigkeiten haben, ich weiß nicht, ob die unbedingt ein so viel besseres Leben hatten als Homelander. Zumindest in der Kindheit war ja ziemlich krass. Mhm. Homelander, also John heißt er ja eigentlich. Und ja, Dr. Vogelbaum hat ja auch in der Hauptserie ja auch gesagt, dass er da auf jeden Fall eher einsam war und allgemein diese ganze Kindheit, die er erzählt hat, war ja belogen und ja, allgemein finde ich das auch mit seinem Sohn sehr interessant. Also was hältst du von Homelander als Charakter, so als angehende Psychologin? Wie willst du, was für eine Diagnose willst du da stellen? Nein, also er hat halt eine traumatische Kindheit natürlich und ist deswegen auch einfach psychisch gestört, so, es ist einfach so. Also natürlich macht es das verständlicher, warum er so geworden ist, aber es rechtfertigt natürlich nicht sein Verhalten, beziehungsweise er muss halt trotzdem aus dem Verkehr gezogen werden. Man sagt bei einem psychopathischen Serienmörder ja auch nicht, okay, das ist eine psychische Störung, denn es ist okay, was du machst, sondern man muss ihn halt trotzdem aus dem Verkehr ziehen und weil Homelander halt so mächtig ist, ist das sehr schwierig, also den kann man nicht festhalten, wenn, dann müsste man ihn umbringen. Da kommt auf jeden Fall noch einiges. Was erwartest du so eigentlich von der neuen Staffel, von der dritten Staffel? Es kommt auf jeden Fall ein Charakter, der ähnlich wie King aus One Punch Man ist. Der wird sogar von Jensen Ackles gespielt. Das ist Dean Winchester von Supernatural, was man noch sehen muss. Und ja, das wird auf jeden Fall in diese King-Richtung gehen. Aber gerade Black Noir wird auch sehr interessant werden mit Homelander. Will ich ja nicht viel vorwegnehmen. Da warst du selbst irgendeine Erwartungshaltung an die Staffel. Also würdest du irgendetwas gesehen wollen jetzt? Ich gehe da immer an Serien sehr offen ran. Erstens wird man da nicht enttäuscht. Und zweitens, keine Ahnung, ich lass mich lieber auf Serien ein, als dass ich mir irgendwelche Theorien spinne, was passieren könnte. Da bin ich ja ganz anders als du. Du spinnst ja mit One Piece und was weiß ich, überall Theorien und keine Ahnung. Ich bin eher so der Konsument einfach. Deswegen würde ich sagen, dass ich mir jetzt nicht groß Gedanken mache, was ich in der dritten Staffel sehen wollen würde. Ich hoffe halt nur, dass es so gut wie Staffel 1 und 2 wird und dass man halt den Humor beibehalten kann und ja, dass es nicht langweilig wird einfach. Würdest du sagen, The Boys an sich ist eine gute Serie? Du magst ja auch Arrow oder dergleichen, allgemein so Heldensachen findest du ja ganz okay im Großen und Ganzen. Also würdest du das jetzt als Parodieserie bezeichnen oder würdest du schon sagen, es ist eine realistische Serie? Es ist ja schon irgendwo eine Parodie, aber irgendwo soll das ja auch eine realistische Version sein, weil nicht jeder Typ einfach Unterhosen über seine Hose trägt und ein, ja, cooler Typ ist halt. Und Homelander ist ja gar nicht mal so unrealistisch, also wie würdest du die Serie allgemein so bezeichnen? Also als du mir von der Serie erzählt hast und meintest, ich soll die mal gucken, habe ich mir was anderes vorgestellt, aber ich wurde trotzdem nicht enttäuscht, also ich fand's sehr lustig, ich fand's cool, ja. Es ist einfach mal was anderes. Immer sind die Helden halt die Guten und die Bösewichte die Bösen und die Helden treten halt den Bösen in den Arsch so. Oder nehmen die gefangen oder was auch immer.
Und hier ist es mal was anderes. Ich mag halt diese Verschwörungstheorien-Scheiße auch so ein bisschen. Also so der Staat oder irgendeine Übermacht ist halt, lügt die Öffentlichkeit an und so weiter. Das gibt's ja zum Beispiel auch so ähnlich bei Prison Break irgendwie. Also ich mag solche Sachen, wo es halt quasi so riesige Verschwörungen gibt, die dann bekämpft werden. Ja, damit würde ich sagen, schreibt mir gerne in die Kommentare, was haltet ihr von The Boys Diabolical, dieser Name, was haltet ihr jetzt von The Boys insgesamt, was erwartet ihr von der dritten Staffel, guckt gerne unser Video dazu an und alle weiteren The Boys Videos, lasst gerne ein Like und ein Abo da und ja, damit würde ich sagen, danke, dass du dabei warst auf jeden Fall, es hat mir definitiv geholfen, nicht zu cringen, ihr wisst, das ist ja meine Subfähigkeit und damit würde ich sagen, das nächste Video erscheint, wenn irgendwelche Laseraugen irgendwelche Leute in Stücke reißen und alles rot gefärbt wird, wie... Ach, ihr wisst schon. Einfach bis zum nächsten Mal und wirklich, passt auf, wenn ihr die Serie guckt, ihr werdet noch verrückt. Ciao.